kenne Brandenburgs Kollegen, haben uns die Frage rübergeschickt und die waren da auch schon. Das heißt, wenn ihr mal öfter Radio gehört habt, dann habt ihr das vielleicht sogar schon mal gehört. In Borgheide übernachten Touristen neuerdings auch in A. zwischen Bäumen hängenden Zelten, B. im kreisfahrenden Eisenbahnwaggons oder C. auf dem Wasser schwimmenden Bambushäusern. Kennt ihr Borgheide? Ja, jetzt von der Landkarte. Gibt es da einen Eisenbahnanschluss? Gibt es da Bäume? Gibt es da was mit Wasser? Na, Wasser gibt es in Brandenburg wahrscheinlich immer. Mein Selbstvertrauen ist also, im Eimer. Ich habe jetzt. Also im kreisfahrenden Eisenbahnwaggons, weiß ich nicht, mag vielleicht für Freaks irgendwie, aber glaube ich eher auch nicht. Habe aber trotzdem ein Bauchgefühl, ja, wenn ich jetzt folge. Ja. Und sage zwischen Bäumen hängenden Zelten A. Ja, da hätte ich dich auch. Ich will den Stand gar nicht jetzt lange diskutieren. Wir müssen diesmal nicht rausdiskutieren. Nein, das ist nicht raus. Das Kräfteverhältnis hat sich sehr verschoben. Also bislang war ihr einfach ein Gefühl, ja, zweimal. Nein, richtig. Ist egal. Nehmen wir das Bauchgefühl ein drittes Mal. A. Ja, die Schnauze voll. Loggen wir ein. Und guck mal hoch. Ja, ich glaub, machen wir. Ja, also. A ist richtig. Jetzt aber echt. Mit Zelt im Kiefernwald. Aber 200 Euro auf euer Konto. Ja. Ich meine, es ist bestimmt ein schönes Schlafen, wenn man das so leicht liegt. Ja, ja. Und dann hörst du die Kiefern so nachts ein bisschen rauschen. So. Wenn du mal raus musst nachts. Dann solltest du dran denken, dass du unter dir noch 5 Meter hast, sonst tut's weh. Aber das ist bestimmt. Vielleicht wird man da ja auch angeleint, dass wenn man rausfällt, man dann so hängen bleibt. Ich möchte es mir nicht vorstellen. So, das werden wir sicher rausfinden.